Wir sind Frauen,
augmenter les voix. Je crois que l'on peut tenir tous les points du Tour de France 2000. Voilà bien. Le drapeau de cœur. Bravo! Youli! Comment ça fait de se rembrasser? Si je vous laisse bien. Hein? Vielleicht ist es mir gestattet, genau wie es der angetan hat, erstmal einen vollen Ausdruck zu verleihen, dass die Fans, die heute hier total versammelt haben. Ich finde das ganz toll und freue mich insbesondere, dass es endlich mal geklappt hat. Den Planungen entsprechend, dass der Jan hier auch anwesend sein kann. Ich möchte von dem Grunde mich auch hier nochmal herzlich bedanken. Frage, wie ist es so bisher mit dem Training gelaufen? Jan hat eigentlich alles gesagt. Ich meine, wir alle, ich sage das hier ruhig so offen, wir alle lieben den Jan. Genau. Wir strengen uns an. Dass der Jan sportlich weiterhin der Beste ist. Wir hoffen, dass er Gesundheit so weiter trainieren kann, um in einer besonders guten Form bei den entsprechenden Höhepunkten in diesem Jahr wieder dabei zu sein, insbesondere bei der Tour. Und unser aller Wunsch, natürlich auch der von Jan, ist es ja, die Tour auch nochmal zu gewinnen. Jawohl! Ich denke, darüber sind wir uns alle einig, das wird nicht leicht, nicht leichter. Und wir müssen es abwarten. Wie gesagt, das Ziel hat natürlich der Jan, das hat jeder, der dann als Favorit zur Tour mitfährt. Und ein bisschen Glück gehört dazu, Fairness gehört dazu. Und ich denke mir, alles weitere wird sich im Laufe der Saison ergeben. Drücken wir alle dem Jan die Daumen und hoffen wir, wie gesagt, dass alles planmäßig verläuft. Wir werden hier in der nächsten Zeit also morgen auf alle Fälle erstmal ein Stück trainieren, hoffen wir, dass der Wettergott ein Einsehen hat. Und vielleicht die nächsten Dinge, die auf den Jan zukommen. Er hat darum gekämpft in Südafrika. Wir werden nur in 3 Tagen 660 Kilometer in diesem Reihenblock. Mehr brauche ich nicht verraten. Dass er als nächstes dann hier die Musterrundfahrt beschreiten kann. Dass das Knie, wie gesagt, keine Probleme bereitet, das ist unsere größte Sorge im Moment. Und wenn er dann erstmal die nächste Rundfahrt hinter sich hat, Katar war ja bereits, dann denke ich mir, das wird ihm Selbstvertrauen geben und dann geht es planmäßig weiter. Und je höher die Sonne dann im Ziel steht, umso mehr Freude werden wir alle miteinander haben. Dankeschön. Guten Morgen! Guten Morgen, Roland! Wir stehen hier mit versammelter Mannschaft. Ihr steht mit versammelter Mannschaft? Ja, natürlich, zum Start zur Tour. Großartig! Sag mal, da fällt mir ein, wir haben doch im Fanclub auch irgendwas ähnlich wie so ein kleines Geburtstagskind heute, oder? Ja. Ja, es stimmt, ja. Sag mal, hat denn die Susanne, die Kuh, hat die heute Geburtstag? Ja.
Ah, da steht sie gerade neben Erich. Ich hab dich auch im Arm. Das ist ja das schärfste Ding. Das ist ja fast so weit, dass ich ein Ständchen singen müsste. Okay. Ja, eben. Hoch soll's leben, dreimal hoch. Hoch soll's leben, hoch soll's leben, dreimal hoch. Kinder soll's kriegen, Kinder soll's kriegen, dreimal hoch. Dreimal zwölf. Taylor, sie ist angekommen. Dankeschön. Prima, also dann auch noch viel Spaß auf der Fahrt. Und wie gesagt, ich gebe euch alles Glück und alle Hoffnung mit, die ich selbst habe. Und ich denke doch, dass die Mannschaftsleitung von Bianchi hat ja nun vergessen, mich einzuladen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich erlebe ja alles genauso schön von hier und werde durch euch auch bestens informiert. Ja, wir werden dich auf dem Laufenden halten, auf jeden Schritt, auf jeden Fall, oder? Und wenn nicht, fliegst du bei uns rüber, wir holen dich mit dem Hubschrauber. Happy Birthday to you! Happy Birthday to the Flower! Happy Birthday to you! Lasst uns trinken, bevor